Sehr. Es war ganz überraschend. Es kam montags der Anruf aus der Nunziatur und ich meinte, man könnte dann nächste Woche einen Termin vereinbaren. Dann wurde mir bedeutet, nicht nächste Woche, sondern morgen. Dann wusste ich dann doch, dass es offenbar dringend und wichtig ist, genau. Also bei Gemeindepastoral 2015 ist ein ganz wichtiger Aspekt die Stärkung des karitativen Engagements. Die Frage, wie kann Kirche den Menschen vor Ort dienen? Wir haben da ja mehrere Initiativen unternommen im Rahmen der Erarbeitung der pastoralen Konzepte, mal auf den Sozialraum zu schauen. Wir haben einen großen Prozess angestoßen zur Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten, in denen es auch darum geht, nochmal wahrzunehmen, mit welchen Menschen habe ich es zu tun, was für besondere Herausforderungen sind da, wie kann man von Religion heute in einer Kindertagesstätte sprechen und wie kann man vor allem das Personal, die Erzieherinnen, vielfach Menschen, die ja zunächst nicht unbedingt was mit Kirche zu tun haben, noch einmal als Arbeitgeber auch auf den Weg mitnehmen und ihnen also auch vermitteln, was sie anderen Leuten vermitteln sollen. Ich habe mit dem apostolischen Nunzius, wenn er in Speyer war, ehrlich gesagt nie viel zu tun gehabt, weil er meistens beim Bischof war. Ich habe ihn mal vom Flughafen abgeholt, stimmt, genau. Aber ansonsten habe ich mit ihm so nett direkt was zu tun gehabt.